bin gleich am Anfang von der Ausbildung in eine Reanimation quasi reingestolpert. Am Anfang habe ich mir natürlich schwer getan, da selber Hand anzulegen, bis der Arzt zu mir gesagt hat, der Mensch ist gerade tot, wir können ihn gerade nur wieder zurückholen. Also wir können es nur besser machen. Und das hat mir in dem Moment tatsächlich sehr geholfen und wir haben es auch Gott sei Dank geschafft. Und das war eine Erfahrung, puh, da habe ich auch erstmal durchschnaufen müssen. Ich bin der Matthias, ich bin 38 Jahre alt und habe es aus der Gastronomie in die Pflege gewechselt. Ich habe erst Hotelfachmann gelernt, habe dann 13 Jahre im Hotel gearbeitet und bin dann im Wirtshaus gelandet. Das ist ja klar, super, danke dir. Und dann fast jeden Tag dort zu sein und mit den Leuten zu tun zu haben, dann kriegt man auch viel Geschichten mit. Da ist man der Seelenklempner, der Entertainer. Es hat dann auch riesen Spaß gemacht. Erstens mit den Kollegen, zweitens mit den Leuten, die man dann auch kannte. Und dann zack, bumm, auf einmal diese Corona-Pandemie. Ich wollte halt was tun. Ich wollte dabei sein, alles dafür zu tun, dagegen zu kämpfen, dass es uns so bald wie möglich wieder gut geht. War halt so der romantische Hintergedanke dabei, als kleines Licht in dem Ganzen. Da habe ich halt nach Möglichkeiten gesucht. Und das war dann eben der erste Gedanke, natürlich Kliniken. Ich habe mich dann angefangen zu bewerben auf eigentlich ehrenamtliche Stellen bei verschiedenen Rettungsdiensten, bei Krankenhäusern, bei allem, was man halt so ehrenamtlich so machen kann. Und dann haben die eben angerufen und haben gesagt, ja, mit ehrenamtlich wird nichts, weil eben auf Pandemie geht es nicht, wenn dann Festanstellung. Als Stationsassistent, das ging dann tatsächlich relativ fix, Mittwoch angerufen, Donnerstag vor Ort gewesen, Freitag beim Arzt gewesen und am Montag angefangen. Und dann am Montag in dieser komplett für mich surrealen Situation, die ganze Welt steht still und auf einmal bin ich der im Krankenhaus in dem weißen Kittel steht. Keine Ahnung, was überhaupt gerade gespielt wird. Das war dann schon spannend. Moment, einmal noch ein Fingerchen. Sie haben keinen Husten? Husten habe ich nicht. Husten, Halsschmerzen, Fieber, irgendwas? Nein, bekannt. Und auch keinen Kontakt zu Corona-positiven Menschen gehabt? Habe ich nicht gehabt, nein. Sehr gut. Am besten ist es so. Hoppala. Moment, Sie kriegen noch einen Zettel von mir mit, den wollen Sie oben nämlich sehen. Ja. Sind Sie geimpft? Ja, zweimal. Zweimal? Dann darf ich Ihnen das hier mitgeben. Ja, danke. Und in der Klinik angekommen war es natürlich schon auch so ein Sprung ins kalte Wasser, sage ich mal. Da mit den Leuten umzugehen, kannte ich, also mit Menschen umzugehen, kannte ich. Und ich habe es auch dann versucht, so ein bisschen dieses Gastgeber-Sein, aber auf einer professionellen Ebene so ein bisschen rüberzubringen. Was natürlich schon so ein bisschen ein Balanceakt auch ist, weil man kann natürlich nicht mit kranken Menschen reden wie mit Leuten im Wirtshaus. Wobei da ein nettes Wort zwischendurch natürlich auch schon die Stimmung aufheitern kann. Haben Sie auch einen besseren Ausblick. Ich kann mich da noch ganz speziell an eine bisschen ältere Frau erinnern, wenig Deutsch gesprochen. Sie war auch einfach vom Kreislauf her ein bisschen schwach, konnte nicht so gut aufstehen und hat dann eben geläutet, weil sie mal aufs Klo musste und ob man ihr helfen kann. Ich habe sie dann mit der Liege bis direkt vor die Toilette, dass sie so wenig wie möglich laufen muss, vorgefahren. Ich habe aber schon gemerkt, sie will mir nicht die Zeit stehlen und will jetzt irgendwie durchziehen, dass sie schnell aufs Klo kann und habe dann einfach die Hand auf die Schulter gelegt, ein bisschen kurz über den Rücken gestreichelt und ihr damit gezeigt, dass sie sich doch Zeit lassen soll und erst mal durchschnaufen soll. Und in dem Moment hat sie mich dann angeschaut, hat sie mir in die Augen geschaut und hat einfach Danke gesagt. Und das hat mir schon, ich weiß nicht, das Herz gebrochen, das ist das falsche Wort, aber es war ein unglaublich schöner Moment. Das ist fast schon ein intimer Moment, würde ich sagen. Und das ist dann, ich glaube, das war so einer der Momente, wo mir schon gezeigt hat, dass das was ist, was ich mir durchaus vorstellen kann, weiterzumachen. So, und jetzt können Sie sich zurücklehnen. Darf ich Ihnen das kurz in die Hand geben, dass es nicht wegkommt? Ja. Schauen Sie her, dann halten Sie das fest. Ja. Und dann geht's gleich weiter, gell? Ja.
Ja. Alles klar, alles Gute. Ja, danke. Ich fand faszinierend, dass das ein Mensch ist, der als freiwilliger Helfer zu uns kam, aus dem Ansporn heraus, jetzt in dieser doch schweren Phase zu helfen. Und wo dann schon auch aufgefallen ist, dass er letzten Endes, naja, mit seinem Vorwissen aus der Gastronomie natürlich auch mit, sag mal, Fähigkeiten hier angekommen ist, die durchaus sinnvoll sind in dem Bereich. Und das ist positiv aufgefallen, weil natürlich der Umgang mit den Menschen bei ihm auch aus einem anderen Berufsbild ziemlich gewohnt war. Und man hat gemerkt, dass er letzten Endes auch aufgegangen ist in der Arbeit, je mehr er sich damit beschäftigt hat, im Rahmen Kontakt mit den Patienten, sodass es schon sehr, sehr schön war, dass er letztlich sich entschieden hat, die Pflegeausbildung zu machen. Der größte Unterschied war dann zwischen dieser freiwilligen Helferzeit als Stationsassistent und Start in die Ausbildung als Pflegefachmann, erster Jahrgang, generalistische Ausbildung. Dann hat es angefangen, wirklich in eine professionalisierende, würde ich es mal ausdrücken, Richtung zu gehen. Dass man wirklich auch von der Pike an lernt, was man da eigentlich tut, warum man das tut und ganz wichtig, wie man es tut. Die Resilienz ist ein ganz großes Thema in der Ausbildung. Wie stark ist man selber? Wie verarbeitet man Sachen am besten? Da kriegt man schon gute Tools an die Hand. Die wirtschaftliche Situation hat sich natürlich mit der Ausbildung nicht verbessert. Ich war jetzt jahrelang als Führungskraft unterwegs. Dann auf einmal freiwilliger Helfer, war schon mal, boah, jetzt muss ich mich organisieren. Und dann auch noch in der Ausbildung, das war dann schon richtig schwierig. Es ist leider Gottes so, dass man von außerhalb eigentlich so gut wie keine Möglichkeiten kriegt. Also ich bin da durch sämtliche Raster durchgefallen, entweder durch Alter, durch branchenfremde Vorbildung. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber eben bin ich da durch jedes Raster durchgefallen. Also ich habe da keine externe Hilfe bekommen, sondern musste da wirklich selber schauen. Ich habe ein bisschen Hilfe aus der Familie bekommen, weil die das natürlich auch cool fanden, dass ich das mache und wollten mich dann auch unterstützen. Aber es ist natürlich jetzt auch eine große Zeit von Verzicht. Ja, also ich muss auf ganz viel verzichten, was für mich früher normal war. Das erdet mich natürlich auf der einen Seite auch wieder ein bisschen. Das sehe ich auch ein bisschen als Herausforderung und nehme das auch gerne an. Aber es macht natürlich auch den Weg in die Pflege nicht einfacher. Das hat sich auch ganz viel bei mir verändert, weil ich jetzt auch ein Stück weit gemerkt habe, was damit gemeint ist. Der Tod gehört auch zum Leben dazu. Wo ich das erste Mal auf Station mit dem Tod zu tun hatte, war ich natürlich am Anfang erstmal so ein bisschen geschockt. Also das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Habe dann aber gut Wege gefunden, das für mich zu verarbeiten. Was natürlich dann erschwerend dazu gekommen ist, ist, dass man in der Zeit auch einfach niemanden hatte. Man durfte ja nicht raus, man durfte die eine Stunde am Tag, glaube ich, durfte man joggen gehen oder mit dem Hund rausgehen. Das habe ich dann auch tatsächlich genutzt. Ich habe, glaube ich, selten so viel Sport gemacht wie in der Zeit. Aber das hat mir auch dann viel geholfen. Da wächst natürlich auch ein Stück weit das Bewusstsein und die Dankbarkeit, gesund zu sein. Sei es bei mir oder meiner Familie oder Freunden. Da lernt man dann so Sachen dann auch ein Stück weit mehr zu schätzen. Ich glaube, das Größte ist dann auch, und das ist auch wirklich die größte Motivation oder auch das, was man sich, denke ich, immer wieder vor Augen führen muss. Auf der einen Seite rede ich mich jetzt da am Anfang leicht wahrscheinlich, im Gegensatz zu Leuten, die das seit Jahren oder Jahrzehnten machen. Aber ich kann mich unglaublich erfreuen an dem, wenn ich sehe, dass jemand besser rausgeht, als er reingekommen ist. Dass es jemand vielleicht sogar wieder gut geht, dass man tatsächlich heilen konnte.